Domradio haben sie eingeschaltet und wir stehen wieder mal in Kontakt mit dem, ich sage es jetzt mal so, pilgernden Pfarrer. Durch ganz Europa zieht es Pfarrer Paus. Im letzten Jahr ging es von Nord nach Süd, jetzt von Ost nach West. Und wir haben das letzte Mal mit ihm gesprochen, da war er noch in der Nähe von Genua. Jetzt ist er schon deutlich weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer er jetzt schon wieder zurückgelegt hat. Wir fragen ihn selber. Hallo Pfarrer Paus. Ja, hallo Herr Kelch, grüße Sie. So, beim letzten Mal haben wir uns unterhalten, da waren Sie kurz vor oder kurz hinter Genua. Jetzt sind Sie in der Provence angekommen, Frankreich, Côte d'Azur und so weiter. Wie viele Kilometer waren das denn jetzt schon wieder? Wo sind Sie gerade? Ich meine, das sind so 350 oder 380 Kilometer, je nachdem, über welchen Weg ich jeweils laufe. Wenn man über den Camino läuft, ist es ungefähr ein Drittel weiter. Von daher weiß ich nicht, wie weit es die reale Strecke jetzt ist. Sie sind in der Provence und Sie sind da tatsächlich auch nicht alleine hingepilgert. Sie haben seit einigen Wochen Kaspar Stöckel im Gepäck. 20 Jahre, ursprünglich aus Berlin, hat Abitur gemacht und pilgert jetzt. Wie kam es denn dazu? Mit Kaspar reden wir gleich noch. Bevor ich meine Pilgerroute startete, fuhr ich ja über Oslo und da war ein junger Mann zugestiegen in den Flixbus, aber wir haben uns da noch gar nicht unterhalten, wir saßen getrennt, haben uns dann näher kennengelernt beim Umsteigen in Malmö. Und wir haben dann den Tag in Oslo verbracht, weil ich wartete auf meinen Flieger nach Honningsmark und er wartete auf die Ankunft seiner Freunde, die wollten Urlaub machen. Und wir haben uns super verstanden. Und dann waren wir in lockerer Verbindung und irgendwann kam plötzlich der Anruf, kann ich mitlaufen. So, und jetzt ist er dabei, Kaspar Stöckel. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Stöckel. Hallo. Wie ist das so, als 20-Jähriger mit jemandem zu pilgern, der über 40 Jahre älter ist? Ja, das ist ganz lustig. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut schaffen eigentlich. Aber bis jetzt haben wir uns ziemlich gut aneinander gewöhnt, würde ich sagen. Ich dachte mir am Anfang, ein bisschen was über Religion könnte ich da vielleicht auch lernen oder weiß ich nicht darüber, wie es ist, mit einem Alten rumzulaufen. Keine Ahnung. Eigentlich soll man den Kontakt generationsübergreifend ja irgendwie behalten. Da dachte ich mir, das ist bestimmt eine gute Idee. Klappt das denn mit Ihnen beiden? Also der eine, wie gesagt, ist Pfarrer, der andere hat gerade das Abitur hinter sich gebracht. Was möchten Sie denn mal werden? Was ich werden will, weiß ich nicht. Jetzt haben wir immer drüber geredet, was ist, wenn ich Politiker werde. Aber ansonsten habe ich angefangen, Ingenieurswissenschaften zu studieren. Ah, okay. Das habe ich jetzt aber gerade nach einem halben Jahr erstmal wieder auf die Bank gelegt, weil ich jetzt eben hier wandern gehe. Der eine sagt dazu wandern, also Sie sagen wandern, Pfarrer Paus sagt pilgern. Aber wie sieht das bei Ihnen mit Religion aus? Also Sie haben jetzt durch Zufall diesen Jakobsweg gewählt oder haben Sie eigentlich ein ganz anderes Ziel? Es hat schon ein bisschen, nicht unbedingt der Jakobsweg, aber mit Hans zu laufen, würde ich sagen, ist eher die Entscheidung. Ich habe eigentlich religiös nicht viel am Hut, aber mich interessiert es auf jeden Fall. Und wir besuchen immer, wenn wir eine Kirche sehen, gehen wir rein. Ich kann Hans irgendwelche Sachen fragen über Geschichte. Wir haben uns über die Geschichte der Templer irgendwie zusammen erkundigt. Keine Ahnung, machen wir kleine Geschichtsstunde oder sowas. mit ChatGPT haben wir schon ein paar Sachen recherchiert. Und was ich einwerfen darf, ja, bitte. Wir haben ein gemeinsames Ritual. Wir segnen uns morgens nach dem Aufstehen, bevor es losgeht, und wir segnen uns abends, bevor wir uns schlafen legen. Ja. Da haben wir doch dann wieder den christlichen Glauben. Das haben Sie ihm wahrscheinlich dann mehr oder weniger in Anführungsstrichen aufgedrückt, oder? Jetzt darf ich Ihnen antworten. Die Idee hatte Hans, aber ich finde es nicht schlecht. Es ist ein schöner Abendgruß. Morgens bin ich meistens zu verschlafen, aber abends ist es gut. Apropos morgens, apropos laufen. Also ich habe mir mal sagen lassen, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man und desto früher muss man aus dem Bett raus. Das geht mir tatsächlich mittlerweile auch so. Wie stimmen Sie beide sich denn an? Also ich kann mich an meine Zeit erinnern, wo ich Abiturient war. Ich hätte am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben können. Ja, ich hatte erwartet ursprünglich, Hans hatte mir schon gesagt, dass er jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht oder sowas, also dass ich auch damit klarkommen werden muss. Aber tatsächlich hat Hans sich auch mir angepasst und wir stehen jetzt eigentlich jeden Morgen relativ entspannt auf. Also Hans stellt sich den Wecker auf 8 und dann werde ich auch so langsam wach. Also ich habe auch einen positiven Perspektivwechsel vornehmen dürfen, das fand ich gut. Die ersten 2 Tage hat zwischen Kaspar und mir so ein bisschen geknatscht, weil jeder so seine Vorstellung hatte vom Laufen. Aber wir haben einen hervorragenden Mittelweg gefunden und seitdem verstehen wir uns blendend. Ja, ich würde sagen, ich habe Hans ein bisschen aus seiner Routine rausgebracht und dafür machen wir jetzt ein bisschen mehr Urlaub und ein bisschen weniger, oder? Also der Urlaub würde ich nicht sagen, aber wir schaffen kilometermäßig nicht so viel, aber wir erleben sehr viel intensiver.
Wenn Sie jetzt an den weiteren Weg denken, also bis Santiago ist es ja für Sie, Pfarrer Paus, noch ein ganzes Stück. Und der Herr Stöckel, der will bis Marokko, habe ich das gerade gehört. Also Sie wollen rüber nach Afrika. Also das heißt, irgendwann trennen sich Ihre Wege vermutlich. Genau, am 6. Mhm. Und da fahre ich dann weiter nach Portugal und will erstmal mit ein paar Freunden mich da treffen. Da wandern wir noch. Und dann wollen wir weiter nach Marokko, genau. Also da quasi, aber die Pläne sind alle noch nicht so fest. Nur die groben Ziele stehen fest quasi. Mhm. Pfarrer Paus, dann wird sich für Sie ja einiges wieder ändern, wenn Sie wieder ganz alleine unterwegs sind. Ja, und ich sage ganz bewusst leider. Denn ich habe mich wirklich so daran gewöhnt, dass es mir auch gut gefällt. Wir hatten anfangs ja, hatte er gefragt, ob er über ganz mitlaufen könnte. Da habe ich dann einen Schreck gekriegt und gesagt, nein, nur einen Monat. Jetzt denke ich, ich könnte es mit ihm auch noch ein paar Monate aushalten. Was ist das denn für eine Umstellung, wenn ich Sie jetzt nochmal direkt fragen kann? Also Sie waren ja wirklich die überwiegenden Kilometer, und das sind ja schon einige Tausend, tatsächlich alleine unterwegs. Und wenn dann nur mal für einen Tag hatten Sie Begleitung. Was ist das für eine Umstellung, plötzlich für 3-4 Wochen nicht mehr alleine den Tag zu Regie zu führen? Ja, es ist im Grunde, es dreht sich alles um. Erstmal, meine Aufstehzeit von 5 Uhr hat sich jetzt auf 8 Uhr verschoben. Und was für mich am Anfang das Schlimmste war, mir war immer wichtig, so gegen 15 Uhr an meinem Ziel zu sein, damit ich mir die Stadt noch angucken kann. Und wir kommen jetzt manchmal erst um 19 Uhr irgendwo an. Wir genießen aber auch das Trödeln mal. Wir trinken zwischendurch viel zu viel Kaffee. Hm. Und ich würde sagen, wir hatten am Anfang aber auch die Diskrepanz, dass Hans immer auf dem Zeltplatz oder in der Unterkunft geschlafen hat und ich dafür eigentlich nicht das Geld habe. Und deswegen mir immer irgendwo wild was suchen musste. Dadurch mussten wir uns abends immer trennen und morgens wieder zusammenfinden. Das haben wir jetzt aber gelöst, dadurch, dass Hans auch draußen schläft. Und wir ab und zu dann, er mich einlädt im Hostel oder im Campingplatz. Und ich habe in dieser ganzen Bilderstory bei Instagram oder Facebook zum Beispiel gesehen, dass Sie auch durchaus mit Wildschweinen zu kämpfen hatten. Und da hatten Sie dann auch den ein oder anderen tollen Moment, wo Sie wussten, wie ich die Viecher loswerde. Also wir hatten Wildschweine, wir hatten Möwen, wir hatten Polizisten. Wir haben also alles durch. Ja, die Polizisten, wie war die Story noch? Die war doch auch ganz nett, ne? Sie durften irgendwo nicht zelten, ne? Ja, wir waren in so einem kleinen Stadtpark, also der war minimal, der war auch schon zugewuchert. Die Wege, da stand das Gras schon kniehoch. Und weil wir sehr müde waren, es war auch schon fast dunkel, haben wir da das Zelt aufgebaut. Aber ausgerechnet da gab es eine Kamera. Ja, und die hat Hans dann gefilmt, wie er sich umgezogen hat. Und dann kam die Polizei. Auch das noch. Pfarrer Paus, Kaspar Stöckel, beide sind zurzeit in Frankreich, Südfrankreich, in der Provence unterwegs, pilgern noch ein paar Tage gemeinsam und dann trennen sich erstmal wieder die Wege. Pfarrer Paus, wir bleiben weiter in Kontakt. Ihnen, gerne, aber auch Kaspar Stöckel, alles, alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Ich danke fürs Gespräch. Jo, gerne geschehen. Gerne. Danke, auch so. Tschüss.